Eivor Wolfsmal, bist du es? Kennen wir uns? Du warst zu jung, um dich zu erinnern, aber vor vielen Jahren war ich Gast in eurem Haus. Das ist für dich. Sutungs Methorn. Wie ist das möglich? Kannst du Dinge aus Träumen heraufbeschwören? Das ist nur eine Nachbildung. Ich fertigte es nach einer Geschichte deines Vaters. Doch da er tot ist, biete ich es dir an. Es sieht genauso aus wie vor meinem inneren Auge. Wie Varin es beschrieben hat. Hast du noch mehr Dinge aus Geschichten gefertigt? Nur wenn sie kunstfertig erzählt wurden, wie es dein Vater tat. Er wäre ein guter Skalde gewesen. Könntest du dasselbe bei Träumen oder Erscheinungen tun? Also etwas aus jener Welt in diese bringen? Nicht alle, die träumen, sprechen und noch weniger sprechen, klar. Seherinnen reden zu viel und trüben deinen Blick mit... Wie bitte? Ihr wollt Dinge aus anderen Welten hierher bringen? Eher sie aus der Vorstellung in diese Welt heben. Habe ich erst das Bild, spricht es zu mir in einer Sprache, die ich nicht kenne und doch verstehe. Das ist Zutungs Methorn, Valka, aus Jötunheim. Wie Varin es ihm beschrieb. Mir gefällt dieser Handel mit Traumbildern nicht. Aber wenn dadurch gute Erinnerungen an deinen Vater geweckt werden, ist er vielleicht nicht wertlos. Ich werde dir einen Trank bringen, durch den Eivor träumt und doch klar spricht. Wenn du ihn ausnutzt, wird dein Tod schmerzhaft sein. Du brauchst dir nicht so viel Mühe zu machen, wenn du mir das Rezept gibst. Ich werde dir den Trank bringen. Grabe nur nicht zu tief. Wir kennen den wahren Preis all dessen nicht. Es wird die Götter nichts kosten. Du hast ihn gehört. Er entnimmt keine Dinge aus ihren Reichen. Er stellt sie sich vor und fertigt sie an. Die Götter mag es nichts kosten. Aber dich. Ich bereite die Werkstatt vor. Komm vorbei, wenn du beginnen möchtest. Du wirst bei mir sicher sein. Valka hat versprochen, dass jedes Leid, das dir widerfährt, mich zehnfach ereilt. Sie kümmert sich um ihre Leute. Doch auch ich muss dir ein Versprechen abnehmen. Du darfst zu niemandem davon sprechen. Was auch geschieht. Ich schwöre bei meinem Leben, ich werde mit niemandem außer dir darüber sprechen. Wenn du mir nah bist, lieber Rabe, ist mein Gedächtnis klar und mein Ziel ebenso. Dort unten, in Niflheim, sieht es anders aus.
Du weißt, dass ich dich nicht mitnehmen kann. Ich schaffe es selbst nur gerade so durch den Schutzwall, wenn ich meine treuen Waffen zurücklasse. Nun schmoll nicht. Ich werde dich nicht aufs Spiel setzen. Wer sonst sollte mich an mein Ziel erinnern? Ja, Balder, mein Sohn. Das Licht der Welt. Eingesperrt in Hels finsteres Schloss. Er wurde zu früh geholt. Uns gestohlen. Ich werde nicht ruhen, bis ich dem Schicksal getrotzt und Balder von den Toten zurückgeholt habe. Du hast recht, Moonen. Wenn es geschehen soll, dann am besten schnell. Zeit für einen Besuch bei Hel. Warum kehrst du zurück, Ältester? Warum stellst du dich mir nicht, Königin der Entehrten? Oder besser noch, gib mir meinen Sohn zurück und ich lasse dich in Frieden. Ich kann totes Fleisch zu neuem Leben formen. Mit einem Flüstern rufe ich ein Heer herbei. Was lässt dich glauben, du hättest noch Macht über mich? Dass du deine wahre Gestalt nicht zeigst. Was fürchtest du? Was mich ängstigt, übersteigt deine Vorstellungskraft. Deine Angst hingegen ist unter den Toten wohlbekannt. Bist du eine von Hels gescheiterten Schöpfungen? Welch schändliches Verbrechen hat dir dies grausige Los eingebracht? Das verdanke ich nicht den Nornir, sondern dir und dieser Hündin Brünnhild. Hast du so viele Goten verraten, Eidbrecher, dass du ihren König nicht mehr erkennst? Hjalmgunnar. Warum hat dich Hel als so garstiges Ungeheuer erweckt? Ich habe mich selbst aus verwaisten Gliedern und nutzlosem Fleisch neu erschaffen. Ein Werk aus Abscheu geboren, von Rache befeuert und von Hass getrieben. Der Duft von frischem Hasen.
Erspare mir deinen fauligen Atembohm. Ah, der Allvater sucht seinen Sohn. Auch mir ist mein Nachwuchs lieb und teuer. Sein Geschmack bereitet mir Wohlbehagen. Ein vortrefflicher Plan. Lösche die Deinen aus. Sie tragen nichts zu den Welten bei. Schrecken, Schmerz, Tod. All das ist weit mehr als nichts, wie ich dir gern zeigen werde! Du bist überaus hartnäckig, Harvey. Wo ist Balder? Und so zielstrebig. Sag, was hältst du von meinem Heim? Ähnelt es deinen frühen Erinnerungen an diesen Ort? Merkwürdig. Ich kann mich nicht erinnern, wie es hier war. Und doch scheint es mir seltsam vertraut. All das ist nicht von Belang. Wo ist mein Sohn? Wo ist Balder? Er ist tot und für dich unerreichbar. Was ist nötig, damit du das endlich einsiehst? Nicht weniger, als es aus Balders eigenem Mund zu hören. Ich kenne dich besser, als du denkst. Selbst sein Wort wäre nicht genug. Bring mich zu Balder oder mach dich bereit zu kämpfen. Was glaubst du, was ich getan habe? Nun, da du weißt, wer hier die Macht hat, gib mir meinen Sohn. Ich wusste, dass dieser Plan scheitern musste. Es ist schwer, einem Asen die Erinnerung zu nehmen, ohne beide zu vernichten. Dann hast du mein Gedächtnis verfälscht. Wieso? Wieso vernebelst du meine Gedanken und schwächst meinen Willen? Ach, der Vorgang war kein völliger Misserfolg. Du weißt wirklich nicht mehr, dass dies Balders Einfall war? Balder würde mich nie so benutzen. Oh doch, wenn es einem höheren Zweck diente. Es war sein Plan, die Ausführung überließ er mir. Ich musste nur versprechen, dich nicht zu töten. Aber warum solltest du ihm helfen? Was hättest du davon? Ist es so schwer zu glauben, dass eine, die so viel Tod gesehen hat, vom Licht angezogen wird? Das muss ich aus seinem Mund hören. Das lässt sich einrichten. Balder. Sei gegrüßt, Vater. Willkommen in meinem Heiligtum. Es ist nicht viel, doch wird es bis zum Ende dieser Welt genügen. Hel erzählte mir etwas, das ich nicht glauben wollte. Alles davon ist wahr. Um mein Schicksal zu erfüllen, müssen mich meine Feinde für tot halten. Sie dürfen die Wahrheit nicht erfahren. Nicht einmal von dir. Wer sind diese Feinde? Ich werde sie vom Antlitz der Welt fegen. Dies ist nicht dein Kampf, Vater. Er wird weit über deine letzte Schlacht hinaus andauern. Also wolltest du
mich von meinen Erinnerungen erlösen. Aber wenn das nicht geklappt hat... Du musst Munen opfern. Deine Erinnerungen gehen nicht verloren. Ich bewahre sie. Und ich schenke dir einen neuen Raben, Sünen, um dir zu helfen, nach vorn zu blicken. Es gibt so vieles, das ich sagen will. Wir schätzen die Zeit, die wir haben, nicht, bis sie abläuft. Doch wir haben uns bereits öfter verabschiedet, als du ahnst. Balder, du bist das einzig Reine, das ich in die Welten gesetzt habe. Deshalb brauche ich dich zurück. Als Ausgleich. Ich spüre deine Liebe, Vater. Und sie wird mich wärmen. Doch deine Welt gehört der Dunkelheit. Und ich muss Licht in ein neues Zeitalter bringen. Dann reiße sie mir aus dem Herzen. Brenne sie mir aus dem Schädel. Lass kein Gefühl für dich zurück. Sonst wird das Leben unerträglich. Du wirst es ertragen. Leb wohl, Vater. Was hat dich diesmal besiegt? Ein pickliger Troll? Vater, sprich mit mir. Was ist geschehen? Hast du Balder gefunden? Balder, ja. Ich bin hier, um ihn zu retten. Bist du gekommen, uns zu helfen, mein Sohn? Nein, 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 nein. Ich wollte nicht. Es geht um mehr als um Balder. Sie hat einen Plan. Das sehe ich nun klarer als zuvor. Vater, es gibt etwas, das du wissen solltest. Etwas, das du vormals wusstest. Ich will nichts davon hören. Nicht, wenn es mich von meinem Ziel abbringt. Warte! Ich weiß, was du gleich sagen wirst. Wenn du die Midgard-Schlange im Würgegriff hättest, bereit, ihr den Hals zu brechen, was brächte dich dazu, loszulassen? Nichts. Nicht einmal der Tod. Also, wirst du zurückkehren. So oft es notwendig ist. Wo ist er? Wohin ist er verschwunden? Beruhige dich, Eivor. Du bist sicher in Hrefnatorp. Das war nur ein Traum, nicht wahr? Ein Traum von Vätern und Söhnen und Töchtern. Vielleicht auch mehr als das. Deine Familie war nicht die erste, die entzweigerissen wurde. Und auch nicht die letzte. Wohl wahr. Eine Geschichte älter als die Zeit.
Möchtest du sehen, wozu du mich angeregt hast? Zeig mal her.